gesagt. Hallo, Pocoyo. Hallo. Autsch. Was ist denn das? Tür? Ja, ich frag mich, was dahinter ist. Was meint ihr? Soll Pocoyo die Tür aufmachen und nachsehen? Ja, aufmachen! Eine Tür zum Himmel. Nun, das ist wirklich außergewöhnlich. Pato! Pato, guck, Himmel! Oh nein! Was ist denn mit dem Himmel passiert? Halt, halt! Pato will sich noch die Fische ansehen. Vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo Pato hingegangen ist? Durch die Tür! Pato, da bist du ja! Pocoyo sucht dich. Warte! Pocoyo, du hast ihn gerade verpasst! Pato, warte! Oje, tut mir leid, Pocoyo, du hast ihn schon wieder verpasst! Oh nein. Das ist aber eine seltsame Tür. Versuch's nochmal. Hast du ihn gesehen? Pato? Ja, da war er eben. Ist er schon wieder? Oh nein, noch eine Tür. Noch mehr Türen. Was soll das nur bedeuten? Pocoyo, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Das Geräusch kenne ich. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wonach sich das eben anhörte? Pato! Pato! Ich glaube, ihr habt recht. Das hörte sich ganz nach Pato an. Vielleicht sollte dir jemand helfen, Pocoyo. Elli! Hallo!
Hallo, Elli. Pato, Pato. Großartig, du hast ihn gefunden. Was hast du, Elli? Du bereitest etwas Wichtiges vor? Was macht Elli bloß? Was soll das so Wichtiges sein? Damit war Elli beschäftigt. Sie hat ein Fest vorbereitet. Was für eine schöne Idee. Ach, wunderbar, Pocoyo. Wie gut, dass du nicht aufgegeben hast. Macht's gut. Bis bald. Ja, Farbhaus. Grüß dich, Elli. Was machst du da? Anstreichen? Ah, klar. Du streichst das Haus rosa an. Was für eine schöne Farbe. Oh, oh, ja, ja. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, die allerschönste Farbe in der ganzen Welt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hi. Elli hat noch ganz schön viel zu streichen. Vielleicht könnte sie etwas Hilfe brauchen. Malen! Ich habe so den Eindruck, dass es ihr sehr gefallen würde, wenn ihr ihr helfen tätet. Malen! Nun, Elli, da hast du aber ein sehr rosa Haus angestrichen. Elli, was ist los? Und hier ist eine schöne Dose mit rosa Farbe. Pato, ich glaube, der Elli gefällt diese Farbe nicht so sehr. Elli besteht darauf, dass du das Haus rosa streichst. Nein, blau! Elli, Pato hat ein Porträt von dir an die Wand gemalt. Aber es kann doch nicht so schlimm sein, auch mit anderen Farben zu streichen. Ein rosa Dach, Elli?
Pocoyo. Oh nein, Pato. Leute, vielleicht solltet ihr... Ganz ruhig mal. Einen Augenblick. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werdet ihr das nie richten können. Was für ein Desaster. Gute Idee, Elli. Jeder kann jetzt seinen Teil anstreichen. Ah, das ist doch perfekt. Jetzt passt es. Jetzt sieht das Haus wunderschön aus. Bis zum nächsten Mal. Zurück und zurück in der Zeit. Hallo, Pocoyo. Hallo, Nina. Hi. Ich sehe, ihr macht ein Picknick. Hm, und da ist etwas, das besonders gut duftet. Elli? Sieht aus, als hättest du da tüchtig viel Arbeit reingesteckt. Sie haben eine wunderbare Farbe. Gute Arbeit. So ein Pech, Elli. Und du hattest dir so viel Mühe gegeben. Keine Törtchen heute. Wie schade. Eine Maschine, die dich zurück in der Zeit nehmen kann? Oh, ah, ja, du könntest also zu dem Zeitpunkt zurückgehen, bevor die Törtchen zu Boden fielen. Genial! Und wie funktioniert das? Unglaublich! Wir sind eine Minute zurück in der Zeit gegangen. Leute, habt ihr da nicht etwas Wichtiges vergessen? Nein, Pocoyo, die Bananenschale! Wir können doch Elli nicht nochmals auf der Bananenschale ausrutschen lassen. Sie kommt! Schnell! Haut rein! Ihr habt nicht ein einziges übrig gelassen. Ah, ich sehe schon. Ihr geht einfach wieder zurück in der Zeit und könnt einen Nachschlag kriegen. Aber, oh du meine Güte. Wo sind wir hier? Ah ja, wir sind im Wilden Westen.
Aber es schaut nicht so aus, als ob Elli Törtchen backen würde. Nun, ich würde sagen, dass wir jetzt in vorgeschichtlicher Zeit sind. Aha, die Bananenschale, klar doch. Wie gut. Ihr seid wieder in der heutigen Zeit. Und genau rechtzeitig für die Törtchen. Tut mir leid, Leute. Pech gehabt. Ihr seid ein bisschen zu spät dran. Nein, nein, Moment, wartet. Das ist Elli. Und sie hat mehr Törtchen gebacken. Speziell für euch. Auf Wiedersehen, Freunde. Zauberwörter. Hallo, Pocoyo. Hi. Kann mir jemand verraten, mit was Pocoyo das spielt? Bauklötze! Bausteine? Nein, nein, ich glaube, Pocoyo spielt mit... Oh je. Es sind wirklich Bausteine. Nun, mit Bausteinen spielen macht auch Spaß. Sehen. Pocoyo hat einen beeindruckend hohen... Da, das ist aber seltsam. Wo kommt die Standoder her? Das ist eine gute Idee. Ein kleines Nickerchen im kühlen Schatten eines herrlich belaubten Kühlschrank. Sieht alles sehr lecker aus, Pocoyo. Vielleicht Zeit für einen Imbiss. Nun, machst du dir ein Sandwich? Gute Idee. Als erstes nimmt man eine Scheibe. Da
danach eine Scheibe Käse. Oh, wie lecker sieht dieses... Auch gut, wenn du schon dein Sandwich nicht essen kannst, kannst du wenigstens auf dem Banjo spielen. Ja, es gibt nichts Schöneres als auf einer... Pocoyo, ich bin ganz deiner Meinung. Lass uns dieser Sache auf den Grund gehen. Ah, jetzt verstehe ich alles. Nina spielt Zauberwörter. Party! Ah, sehr gut, Pocoyo. Eine Party. Fehlt da etwas? Ein klitzekleiner Erlebnispark. Hallo alle zusammen. Wohin geht ihr denn so? Ah, so, ihr geht auf den Freizeitpark. Das klingt nach Spaß. Oh je, ich schätze, ihr müsst nun auf den nächsten Bus warten. Ah, da kommt er schon. Nun gut, keine Sorge. Heute fährt noch ein Bus. Und hier kommt er schon. Oje, das war der letzte Autobus. Zu ärgerlich. Kein Freizeitpark heute. Aber vielleicht fällt euch etwas anderes ein, um Spaß zu haben.
hast du denn für eine Idee, Nina? Das war großartig. Aha. Und was nun, Pocoyo? Aber es schaut so aus, als ob sich Pato nicht so wohl fühlt. Jetzt ist Ellie an der Reihe. Das ist genial. Du hast eine Hindernisstrecke zum Spielen aufgebaut. Keine Sorge, Pato. Du schaffst das. Pato will euch seine Idee für eine neue Herausforderung zeigen. Ah, Roberto, ich glaube, Pato braucht da ein wenig Hilfe. Vorsicht! Ihr fliegt zu hoch! Leute, mit ein bisschen Fantasie habt ihr euch einen eigenen Erlebnispark in der Wohnung geschaffen. Tschüss, alle! Ziemlich viel Ärger. Pocoyo und Ellie und Pato. Was spielt ihr da? Moment! Was ihr nicht sagt. Ihr müsst die Murmel da mitten ins Loch hineinkriegen, stimmt's? Und wie läuft es so für jeden von euch? Und was ist mit dir, Pocoyo? Ah, das ist die einzigartige schwarze Supermurmel.
tut mir leid, Pocoyo. Fast hättest du es geschafft. Und wer ist jetzt an der Reihe? Oh, oh, Moment mal. Was passiert da? Yay! Ja, Pocoyo, aber wie konnte die Murmel von ganz alleine losrollen? Ich glaube, du hast ein schwarzes Loch entdeckt. Es schluckt alles, was in seiner Nähe ist. Und du weißt, was das bedeutet, oder? Pocoyo, jetzt ist nicht die Zeit zum Tanzen. Komm, weg da von dem Loch. Gute Idee, Pato. Haltet euch an dem Baum fest. Vorsicht, festhalten. Das ist ziemlich lustig, oder? Aber jetzt müssen wir Ellie irgendwie da rausholen. Kann bitte jemand ein Licht anmachen? Oh, was für eine Erleichterung. Alles scheint gut zu sein. Außer einer ganz winzigen Kleinigkeit. Alle Farben sind verkehrt. Pato, du bist nicht mehr gelb. Jetzt bist du lila. Und Ellie, jetzt bist du grün. Ihr würdet gerne, alles wäre wieder normal, oder? Ich glaube, da gibt es eine Lösung. Willst du in deine frühere Welt zurückkehren, Pocoyo? Ich glaube, dass deine schwarze Supermurmel der Schlüssel zu unserer Befreiung ist und uns zurück nach Hause bringen wird. Das ist es, Ellie. In dieser Welt hier ist Pocoyos schwarze Murmel weiß. Und was nun? Das ist es. Ein weißes Loch. Jetzt springen wir alle hinein. Was ist mit dir, Pato? Willst du nicht wieder gelb sein? Das ist aber nicht unsere Welt. Ihr seid ja alle aus Papier. Es wäre besser, wir finden die Murmel wieder. Gute Arbeit, Pato. Aber was ist das? Ihr seid ja jetzt alle Luftballons. Oh, endlich. Endlich wieder zu Hause. Ihr habt da nichts zurückgelassen, stimmt's? Gute Frage, Pato. Was sollen wir jetzt damit machen? Aha! Sieht so aus, als habe Pocoyo eine Idee. Eine Rakete? Ich verstehe. Lasst uns mit dem Countdown anfangen. Bereit? 3, 2, 1, Zündung! Eine Zaubernacht. Bis zum nächsten Mal.
Postdienst im Weltall. Hallo, Pato. Du siehst aber elegant aus. Hast du einen neuen Job? Ah, ich verstehe. Du bist ein Weltraumbriefträger geworden. Wie spannend. Und du hast sogar einen Assistenten. Für wen ist denn dieses Paket, Pato? Ah, das ist für Grün Außerirdischer. Ist es eine Expresssendung? Dann solltest du wohl aufbrechen. Wäre ja nicht gut, wenn dein erstes Paket verspätet ausgeliefert würde. Wir heben ab! Der Adresse nach müsste das Haus von Grün Außerirdischer hier irgendwo sein. Ja, ja, hier ist es. Pato, ich glaube, das ist nicht der Richtige. Ah, deshalb. Er sagt, Grün Außerirdischer ist weggezogen und lebt nicht mehr hier. Aber er ist gerne bereit, dir die neue Adresse zu geben. Nun, der neuen Adresse nach sollte Grün Außerirdischer genau hier wohnen. Ich befürchte, das ist die falsche Adresse. Aber keine Sorge, die Toridoris wissen, wo er ist. Sieht so aus, als sei niemand auf diesem Planeten. Ja, ja, ja. Aha, entschuldigen Sie, Herr Basketball. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Er sagt, Grün Außerirdischer ist auch hier nicht. Aber das ist seine neue Adresse. Endlich hast du ihn gefunden. Er will wissen, warum es so lange gedauert hat. Unserem Vamoosh ist der Sprit ausgegangen. Sonnenkollektoren!
Die Energie von der Sonne wird dich wieder nach Hause bringen. Willkommen zu Hause! Gute Arbeit! Stimmt schon. Baby Pieps verdient auch Anerkennung. Ein Hoch auf Baby Pieps! Hallo, Pocoyo! Hallo! Hallo, Elli! Und hallo, Pato! Ah, ich sehe schon, ihr wollt ein Wettrennen machen. Toll! Na, dann alle fertig? Ich zähle bis drei und ihr ruft alle los. Wollen wir? Fertig? Eins, zwei, drei, los! Und der Sieger des Rennens ist... Pocoyo! Pato ist schon bereit für den Sprungwettbewerb. Gut gemacht, Pocoyo. Ein klasse Sprung, Pato. Du siehst schon fast wie der Weitsprungsieger aus. Ja. Was ist denn jetzt? Pech gehabt, Pato. Diesmal hat Elli gewonnen. Schade. Pato ist ein ganz schlechter Verlierer. Was ist denn das? Ein paar super moderne Sportschuhe. Willst du sie nicht anprobieren, Pato? Nicht schlecht. Oh je. Oh nein, Pato! Diese Schuhe machen ja, was sie wollen. Jetzt hast du sie unter Kontrolle, Pato. Hoho! Großartig! Pato will wissen, ob ihr beide Lust auf ein kleines Wettrennen habt. Seid ihr alle da? Dann macht wieder mit. Auf die Plätze. Fertig. Los! Pato gewinnt! Ja, Pato, ja, wir wissen es. Ja, du hast gewonnen. Also, ich denke, wir haben schon einen Sieger. Pato gewinnt! Pato!
Ich glaube, sie wollen nicht mehr mit dir um die Wette laufen, Pato. Ellie hat deine Superschuhe entdeckt. Es scheint, als ob die Schuhe sich nicht ausziehen lassen. Pato! Böse Schuhe! Die Schuhe machen einfach, was sie wollen! Seht ihr das? Gut gemacht, Baby Pieps und kleine Raupe. Ihr habt es geschafft. Ich nehme an, du hast heute etwas gelernt, Pato. Schummeln bringt doch nichts, hm? Spielen. Prima Idee, Pocoyo. Oh, was meint ihr? Soll Pato die Schuhe behalten? Nein! Gut gemacht! Bravo, Pato! Gut, wenn man fair bleibt, ne? Macht's gut! Bis bald! Ellie Schläfchen! Ah, seht mal, da sind Pocoyo und Pato. Hallo, Pocoyo! Hallo! Was für ein herrlicher Morgen! Und was für hübsche Luftballons. Was habt ihr zwei denn heute vor? Ellie! Ah, verstehe. Ihr wollt Ellie eure Luftballons zeigen. Wie schön. Ellie! Ellie? Oje. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, warum Ellie nicht antwortet? Das ist richtig. Ja, Pocoyo, es sieht ganz so aus, als ob Ellie ein Schläfchen macht. Das ist eine wundervolle Idee, Pocoyo. Was für eine tolle Überraschung, wenn sie aufwacht. Oje, was ist das? Die Luftballons. Oh nein, Ellie, komm zurück. Komm wieder runter. Das Fliehwusch. Natürlich. Gute Idee, Pocoyo. Aber wo ist Ellie hingeflogen? Oh nein, die Luftballons! Ellie! Hui, das war knapp. Ja, so. Geht es? Oh, macht schnell! Beeilung bitte! Schnell, schnell, schnell! Lasst sie nur nicht... Und
runterfallen. Du hast dir etwas einfallen lassen, stimmt's, Pato? Ja, das war genial, Pato. Aber, huch, nein, was jetzt? Seht doch, wo Ellie hinfährt. Ich glaube, Pocoyo und Pato verstehen nicht. Moment. Kann vielleicht einer von euch den beiden sagen, wo Ellie hinsaust? Zum Baum! Sie fährt gegen den Baum! Schlummerpieps? Schlummerpieps! Also, vielleicht wäre es das Beste, wenn du mal kurz aus deinem Nest kommst. Nur für einen kleinen Augenblick, hm? Weißt du, ein ziemlich großer rosa-roter Elefant fährt auf einem Skateboard geradewegs direkt auf diesen Baum zu. Ui, sie ist schon fast da. Ich glaube, Ellie möchte wissen, warum ihr sie so lange habt schlafen lassen. Also gut, Ellie. Ich denke, ich sollte dir einiges erklären. Zuerst bist du hoch in den Himmel geflogen und dann bist du mit einem Fallschirm zur Erde heruntergeschwebt. Dann bist du fast gefallen, aber doch nicht gefallen, sondern auf einem Skateboard gelandet und... Na gut. Wenigstens hast du ein schönes Schläfchen gemacht und wir hatten ein großes Abenteuer. Hm? Wunderbar. Pocoyo, Pato und Ellie mit dem gesunden Schlaf. Schlaft schön und macht's gut. Und bis bald. Pocoyos Bilder. Hallo, Pocoyo. Hallo. Oh, was machst du denn da? Das ist ja wunderbar, Pocoyo. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da gemalt hat? Das ist ein Fisch. Ein Bild von einem Fisch. Ganz genau. Das ist ein Fisch. Ein grüner Fisch. Und was für ein wunderschöner grüner Fisch das ist. Was willst du jetzt machen, Pocoyo? Oh, wie wär's, wenn du malst, wo der Fisch wohnt? Hallo, Pato. Kannst du erkennen, was Pocoyo da malt? Stimmt was nicht, Pato? Seht euch das an. Habt ihr auch erkannt, wo dieser Fisch ist? Er ist im Himmel! Ja, ja, er ist im Himmel. Wie fantasievoll, Pocoyo. Ich glaube, Pato hat noch nie einen Fisch gesehen, der im Himmel wohnt. Da
Das muss ein Vogelfisch sein. Nein, ein Fischvogel. Oder ein Fiegel. Oder ein Frosch. Oder... schon gut. Was willst du denn als nächstes malen, Pocoyo? Ein schmucker blauer Fisch. Der ist wirklich schön, Pocoyo. Aber jetzt, wer kommt denn jetzt wohl? Ellie! Ich glaube, Pocoyo will dich überraschen, Ellie. Tata! Nun seht euch das an. Könnt ihr sagen, wo dieser Fisch wohnt? In den Bäumen. Also das ist fantastisch, Pocoyo. Schaut mal, was dieser Fisch da macht. Er schwingt sich von Baum zu Baum fast wie ein Affe. Was? Oje. Ellie hat wahrscheinlich noch nie einen Fisch gesehen, der in den Bäumen wohnt. Ein neues Bild. Du willst uns noch ein Bild malen, Pocoyo? Jetzt bin ich aber gespannt, was es diesmal wird. Das macht wirklich Spaß. Ohohoho, was für ein wunderbarer roter Fisch. Jetzt möchte ich aber wissen, wo dieser rote Fisch wohl wohnt. Nur, seht euch das an. Wisst ihr, wo dieser nette rote Fisch wohnt? Im Meer. Im Wasser. Richtig, im Wasser. Tief im Meer. Oh ja, ich denke, auf diesem Bild kann man sehen, wo die Fische wirklich wohnen. Hä? Was? Du meine Güte. Hey Ellie, Pato, wisst ihr was? Pocoyo hat die Bilder für euch gemalt. Es macht alles viel mehr Spaß, wenn ihr eure Fantasie benutzt. Was ist das? Ein Geschenk? Für uns alle? Oh, danke, Pocoyo. Das ist aber lieb von dir. Oh, das sind wunderschöne Bilder. Danke, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Ah, und da ist Pocoyo. Hallo. Hallo. Was für tolles Spielzeug. Und was es für wunderbare Farben hat. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas entdeckt? Du meine Güte, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Das sieht aber interessant aus. Knöpfe! Ja, warum nicht probieren? Fang einfach an. Drück einen Knopf. Wollen doch mal sehen, was passiert. Sieh dir das an! Deine Lokomotive ist rot geworden. Nun schau dir das an.
Wie kommt es, dass sich die Farben ändern? Pocoyo, weißt du das? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Was denkt ihr, was macht Pocoyo, dass sich die Farben verändern? Auf die Knöpfe drücken! Ja, ich denke, ihr habt recht. Wenn Pocoyo die Knöpfe auf diesem Spielzeug drückt, ändern sich die Farben. Ha, versuch doch mal einen anderen Knopf, Pocoyo. Ja, es ist das Spielzeug. Es ändert ganz einfach die Farben der Dinge. Erstaunlich. Alle Bauklötze sind rot geworden. Ja! Und eine neue Farbe für das Radio. Hey, 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 hey! Vorsicht, Pato! Oh! Nein! Oh nein! Oh wei! Farben, Farben, Farben! Sei nur vorsichtig, Pocoyo! 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 Macht es dir Spaß, die Farben zu ändern? Ja, und denkst du, allen anderen macht es auch Spaß? Wirklich? Möchtest du nicht wieder alles so machen, wie es war, Pocoyo? Dann bin ich sicher, wir schaffen das. Zuerst müssen wir uns erinnern, wie die richtige Farbe von jedem war. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen? Ruft einfach laut, wenn Pocoyo die richtige Farbe getroffen hat. Also los, Pocoyo. Probiere ein paar Farben aus. Zuerst Pato. Welche Farbe hatte er? Rosa? Nein! Blau? Gelb? Das ist es! Pato ist gelb! Ja, 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 ja! Und wer kommt jetzt dran? Ach ja, richtig, Elli! Könnt ihr Pocoyo sagen, welche Farbe Elli hatte? Gelb? Nein! Blau? Sie ist rosarot! Sie ist natürlich rosarot. Tja, das war's dann wohl. Was ist denn, Pato? Stimmt etwas nicht? Oje, Patos Hut hat noch nicht die richtige Farbe. Siehst du das auch, Pocoyo? Gut gemacht, Pocoyo! Bravo, ihr alle! Wie gut, dass alles eine Farbe hat. Macht's gut. Bis bald.